Ich wünsche einen guten Morgen. Verdammte Axt. Die erste Aufgabe am Tag. Das sind meine Kinder hier. Kette reparieren. Ja. Kam gerade mit der Post. Ein Gruß von Dieter Behrens. Viel Freude mit dem Geschenk für dich und deine Familie. Gruß Amalis, Anouk, Blumen, Skadi und Ona von einem Fan. Danke. Danke auf alle Fälle dafür. Ich krieg schon mal die Räder draußen erstmal. So. Olympia hat schon einen platten Reifen. Wahrscheinlich habe ich einen kaputten Schlauch eingebaut. Total trottelig, wie ich bin. Habe ich bestimmt eh nie gegriffen. Einen neuen mir hingepackt. Und dann den kaputten wieder eingebaut. Irgendwie so. Wer weiß. Keine Ahnung. Durcheinander gekommen und den neuen habe ich wahrscheinlich weggeschmissen, so clever wie ich bin. Ich muss auch um. Die Lumen flippt auch so um. Ich glaube, ich muss die Lumen runterholen. So frisch und unbenutzt aus, weil es ein Freizeitutensil ist. Ja, ja. Wann habe ich mal Freizeit? Ja. Sag mal, ich hätte zwar so früh kommen können, aber mein Wohnheim kostet halt Wäsche waschen 3 Euro. Nur die Maschine ohne Waschmittel. Brauche ich noch selber und. Deswegen, ich war zwar schon um 8 wach, aber ich habe die ganze Nacht. Also meinen Rhythmus brauche ich noch zu finden. Das berühmt-berüchtigte Aber, das Aber. Immer Aber. Was du gerne. Aber, ohne viel Verlauer. Vermieden werden sollte. Ja, ich muss zur BVG fahren. Und genau. Und unterwegs noch bis zur Arbeit, bis um 3. Das ist die Frage, wann ich muss so oder so machen. Und halt noch was checken. Das heißt, also eine Stunde wird jetzt auch nochmal irgendwie, müsste ich nochmal abziehen oder. Warum machst du das nicht vorher, bevor du kommst? Warum machst du ja nicht gleich alles? Jamula. Weil es halt auf dem Weg lag, dass ich erstmal gucke, was los ist. Und erstmal denke. Naja, du hast ja das Ding, das muss ja eigentlich fertig sein. Schon. Ja, so oder so gut, aber hätte ja auch trotzdem, dass ich habe halt gesagt, das kann nicht kommen. Und ja, kann ja sein, du nimmst irgendwie dann jetzt vormittags an. Ja, und sagst irgendwie, kannst du am Nachmittag abholen und rechne und dann, na, dann komme ich sonst wann und bin dann noch eine Stunde da. Ja, so oder so und, also aus. Wenn du da bist, kann ich was annehmen. Extra, sozusagen. Nicht, wenn du nicht da bist. Das meinst du mit mir rechnen können? Ja. Na gut. Das ist das eine. Andererseits, das ist halt auch schon wieder mit Kohle das Doofe, dass ich nochmal noch 6 Euro brauche. Ich denke, bin froh, dass es kein 20 ist. Oder so, ja, dass ich jetzt wieder mit so einem Scheiß ankomme. Und hoffe, dass es. Okay, du kriegst 6 Euro, kein Problem. Aber mach das Ding mal fertig. Dass ich den BVG-Kram und dann wiederkomme. Dass ich das in die Reihe habe und dann habe ich. Dann weiß ich nämlich, dass ich das geschafft habe. Und damit du musst sagen, was du willst. Du ja, ich will lieber losgehen. Mein Zeug genommen. Ich will lieber jetzt losgehen, bevor ich
nachher dann sage, ja, ich habe dann und, ne, für mich denke, im Fahrradladen noch zu lang und dann dahin wieder los, ja. Hast du hier einen Zehner für Anwesenheit? Fantastisch. Danke, so. Ist die Kamera an. Hallo Leute, ne? Wieder Sozialprojekt. Sozialprojekt. Felix. Am Laufen. Okay. Aber bitte lass nicht die. Nein, aber bitte nicht nachmachen. Ja, mal so, wenn jeder hier kommt und einfach nur Geld holt und dann wieder abhaut, dann ist ganz schön Tommy der Banker. Gut, aber dann ist die Bank bald bankrott. Auch noch einen kostenlosen Lehrgang erhalten vorher, damit man weiß, wie man schrauben kann. Oder Lebenslehrgang. Genau. So, kann man die Kamera mal ausschalten, bitte? Ich habe nämlich gerade ein Bit verloren. Und das ist ja jetzt der Situation noch mehr als peinlich. Oder als Negativbeispiel, Leute. Sowas nicht nachmachen, ne? Ganz toll. Was hast du? Ne, ich habe mir den Bit jetzt verloren. Ich wollte die freischrauben. Also wenn, ich wollte ja eh mal in die Werkstatt fegen, okay? Aber das... Oh Gottes Willen. Ich wollte doch eh mal in die Werkstatt fegen. Oder kann man das gleich als nicht Zwangsprojekt mit guter Animation daran gehen, dass ich den Bit halt wiederfinden darf, ja? Nicht, dass irgendwie... Ja, aber ich suche jetzt nicht 5 Stunden nach dem Bit oder so, Alter. Jetzt hau ab. Ich wollte nur Bescheid sagen. Okay. Denk mal dran, hier liegt noch was, hängt noch was von dir. Wenn ich nichts Besseres finde, komme ich nochmal zurück. Besseres finden? Du kannst das Gleiche finden, aber auch nichts Besseres. Ei, ei, ei. Ja, der Notnagel möchte ich aber auch nicht sein für jemanden oder so, dass er hier, naja, das andere ist alles Schrott. Jetzt muss ich bei dir so einen Halbschrott kaufen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Das sind schon High-End-Räder hier. Ei, ei, ei. Und der Felix macht einem Kummer, Alter. Hör auf, ey. Da möchte man auch nicht Eltern sein von. Schon verstehen, dass die dann irgendwann sagen, nee, also geht nicht mehr. Ich hole mir jetzt mal einen Kaffee, mal gucken, ob meine Tochter mir ihn machen kann. Kann sie bestimmt. Jo, Luki hat mir ihn gemacht. Kaffee, Schaum, Kakao, perfekt. Ach, das ist gut. Ja, gehen wir mal ins Außenbüro, ins Office. Jetzt sag ich dir! Oh. Wolfgang, was waren die Neuigkeiten in der Zeitung heute? Das sag ich schon, von dem Michael Müller. Von mir? Ja, von dir nicht. Ich hab nur Thomas Müller. Es gibt nur einen Thomas Müller, das haben wir ja festgestellt. Ja, Michael Müller, ja. Von der, ach, Müller. Aber was war denn der Titel? Die Polizei kriegt kein Geld, war der große Titel, so. Die Polizei kriegt keinen Geld, naja. Die wollen ja noch Geld geben für die damals 2000 Euro, sollte kein Geld an Rente sozusagen. Für den, was war das? War da, wo die Schießbuden da wissen, was der Schießen da. Für die Gewerkschaft gibt es keine Geld, die streiken dafür. Für kein Geld rausgeben. Unser Bürgermeister, der Michael Müller, der kann ja keiner mehr leiden. Das ist ja, in der Tabelle steht er an letzter Stelle. Wieso? Wieso? Was hat ja, er gemacht? Weil der sich gemacht, der Müller für die, wo wir gestern gesprochen haben, einen Euro-Karte haben wie die BVG, war. 365 Euro, 1 Euro für ein Jahresticket oder ein Monatticket. Ja. Und das lassen die sich da ja nicht zu. Ja. Da, da, da.
Und die sagte, wir sollen das bezahlen, alles, ja. Wie, was, alles bezahlen? Ja, naja, ich meine, der Bürger kann das, das ist ja schön, aber ich werde an Geld, wo kommt das so her? Die BVG macht das nicht, kann das nicht. Ja, die kann das nicht, ja, genau. Na, nee, und jeder muss das machen. Und der, da haben sie ja gesagt, unser. Ja, 365 Euro für ein Jahresticket ist zu wenig, ne? Ja, logisch. Also das kann, damit können die BVG das nicht halten, oder? So ungefähr verschiebt das, ja. Ja, weil das ist natürlich billig, weil normalerweise so ein Ticket kostet ja 800 Euro. Ja, die haben das ja schon alle schon Bilder gemacht. Genauso wie mein Ticket, was ich hatte. Für damals habe ich über 30 Euro bezahlt, war jetzt kostet 27,50. So. Also, das ist alles, wie ihr sagt, wenn man sich überlegt, das wird alles kaputt gemacht. Ja. Das ist ja kein Sozialverein, die BVG, ja. Du musst ja von irgendwas leben. Ist ja, wenn es staatlich wäre, wäre das einfacher wahrscheinlich. Ja, klar. Überall muss der Bund mal zugeben, da muss mal zugeben, da muss mal zugeben, ja. Ja, das ist ja am Ende kostet ja auch nicht weniger. Nee. Den Bürger. Alles, was der Bund dazu gibt, wird ja auf die Steuerzahler wieder umgelegt. Umgesetzt, klar. Also muss der Steuerzahler ja tragen. Ja, das ist ja nicht so, dass das vom Bund kommt. Das ist ja nicht da der große Onkel, der immer Geld zuschustert oder so. Das wird ja alles schon. Das ist ja richtig. Einen Seite gespart, auf der anderen Seite wird das wieder weggenommen. Ja. Und das war, da haben wir. Und da spart unser Bürgermeister, der Michael Müller, verkehrt ein Ende, weil der sitzt, die sagen, der macht ja nichts für Berlin, der tut mit dem Wohnungsbau genau dasselbe, mit den Wohnungen tut er nichts, da nicht, und alles wirklich, die lässt alles schleifen, das ist rot-rot-grün, das ist der keine, das war ein kein Senat. Ja, die waren ja die größte Ganze, die waren ja alle sauer gewesen, dass jetzt zum Beispiel hier die Ursula von der Leyen, ein Euro drin ist, weil der EU drin ist. Im EU-Parlament? Ja, das ist nicht geschafft. Gerade mal so mit ein bisschen mehr Stimmen, die sie braucht. Ja. Das sind die sauer? Ja, klar, die anderen sind klar. Die AfD ist sauer und die FDP, die haben sie ja noch nie gewählt. Die anderen haben sie alle. Ja. Und dafür ist die Kranenbauer Bundeswehr oder hier die. Da wisst ihr, was ich meine jetzt, die Alliierten da, was die vorher die Leine gemacht hat, war. Ist jetzt die Kranbau hinterher. Ach ja. Na, Verteidigungsministerium. Verteidigungsministerium, genau. Ja. So, da ist jetzt die Kranbau hinterher. Prämien für gute Polizisten gestoppt. 2500 ja, genau, Berliner ja. Polizisten und Polizeigestellte. 2000 Euro Anerkennungsprämie bekommen. Ist das Donnerwetter, kriegst du ja darin, ja. Doch nun wurde die Prämie gestoppt, damit bloß kein Neid aufkommt. Ja, das ist doch auch bescheuert. Es ist doch kein Neid, sondern es ist Wettbewerb. Na logisch. Vielleicht nicht Neid, Wettbewerb. Ah. Zahnarzt kontrollierte Brüste seiner Patientin. das ist ja wirklich, ich meine, die Zeitung ist ja ganz schön und gut, ja. Aber da hat sich doch wieder einer Messerstecherei wieder, da einer überschlagen in der Blücherstraße mit der Auto. Oh Gott. Mit so kleinen Vier so schnell gefahren. Polizeifahndung nach vermissten Mann. 30 Jahre. Senior 70 prügelte sich auf Kreuzfahrtschiff um Poolliege. Das hast du nicht ohne Bisset. Eurowings. Brauchst du keine Bisset. Lässt Farid Bang nicht an Bord. Farid Bang. Haben sie wieder Autodiebe geschnappt in Frankfurt oder in Polen. Erster selbstfahrender Bus Brandenburgs in Unfall verwickelt. Ja, logisch. Das ist da alle Scheiße mit die Fahrer, aber selbst für die Selbst. Was machen wir die Selbstfahrerei, mit die Selbstfahrer alle? Ja. Na, da dürfen wir auch keine Menschen mit drin setzen, wenn da niemand mehr ein Fahrer mit drin sitzt. Elektrodinger oder ohne Fahrer. Bei Premierenfahrt, so geil, ey. Ja. Das haben sie festgestellt, letztens haben sie das RTL gebracht mit die Werbefahrten wieder. Als sie die Leute abzockt, da haben sie die Polizei mit drin gesetzt, da haben sie erst alle beschlagnahmt. So und so viele Leute und alle wirklich, die wissen doch, die kennen doch die Werbefahrten.
Ich hab da früher, da muss ich gemacht mit meiner Mutter mitgefahren, ich hab mir nie was gekauft. Ich hab mir die Scheiße an, warum ich das kaufe? Sag ich, ich hab kein Geld, das überzeugt dich, die Scheiße. Du kriegst ja, das war da teuer, du teuer, das kriegst du draußen Bill, ja. Ja. Freundinnen aus Potsdam gewinnen 1,2 Millionen im Lotto. Glückwunsch. Na ja, Glückwunsch. Wenn ich Banküberfall, Auto geklaut. 8, 19, 20 Jahre aus Polen, die kommen alle da hinten rüber, aber haben keinen Führerschein. Ja, ohne Führerschein. Ja. Ja, man soll Leute, ich sage ja bloß immer eins, weißt du, alles, was hier rüberkommt, Thomas, ich bin nicht, wie gesagt, ich sage immer wieder, ich bin kein Hasser oder sowas. Wenn sie so nur Leute hier rüberholen, die Autos klauen und Leute umbringen, oder ob das Afghaner ist oder sonst wie, dann Mensch, die sollen sie nach Hause schicken. Ich kann dann, wenn du jetzt nach der Türkei fährst, Urlaub machen, ein paar halbes Jahr, du kannst doch da ohne ranmalieren, ich fahre dir da auch rein. Ja, aber tippt ja mal die Leute, die dann dauerhaft herkommen oder so, da gibt es natürlich auch so, genauso wie hier Verbrecher, die von A nach B ziehen, ja. Einfach nur, weil sie haben ja schon genug Scheiße in ihrem Land auch bestimmt gemacht. Ja, ja klar, ja. So, und den Typen da hier von das Clan, den einer, die haben das abgeschoben, wa? Naja, gut, abgeschoben, der kommt ja. Halt wieder. Jetzt ist ja, es gibt ja keine Grenze mehr in dem Sinne. Oh, nee. Das ist ja einfach nur, den schieben sie rüber, dann kommt er zurück. Das ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Das ist eigentlich lächerlich. Und das ist so deprimierend, muss das sein für die Leute, dass sie die immer wieder dieselben antreffen. Genau, wenn der nicht ist, dann machen das andere. Also die anderen, die holen die da wieder rüber. Also immer welche, die da rüber müssen. Ich sag ja. Unsere Regierung hat doch selber Schuld vor Jan. Das hätte alle gar nicht damals einhaben. Ja, die Seite ist ja noch nicht dran. Das sollte ja erstmal noch rein. Wieso ja, raus? Dann weißt du doch nicht, wie es reinkommt nachher. Die Seite mache ich ja gerade. Lass mich mal jetzt kurz. Bitte. Okay. Ich will ja nicht durcheinander kommen. Du weißt nicht, wie es reinkommt hinterher. Ist ja nervig. Nee, ich lasse es doch einfach so. Ich hoffe, ja. Platzseite durch. Das ist natürlich richtig. Aber ansonsten. Alles gut. Okay. Gleich abmachen. Fühlt sich doch, das dauert so viel länger, wenn man sich da rumeiert und rumkratzt mit den Speichen. Mach das gleich ab. Ja. Dann ist das gut. Gleich abmachen. War ich gar nicht so weit gekommen heute? Doch, naja, kurz bevor du hier rum bist, war ja. Ja, dein Fernsehprogramm gestern habe ich gemacht. Naja, das hast du gemacht? Ja, fast. Mann, ich dachte, ich wäre endlich mal alleine auf der Welt, dachte ich jetzt hier. Mit dem eben Schlafwechsel ist schon völlig ausgelastet für die nächsten drei Wochen. Ja, mindestens. Man muss ja bedenken, ich soll ja hier heute Abend schon wieder antanzen, ja nochmal. Also, Alter, Oh, Kike, ich wusste es, ne? Diese bescheuerten Bremsen hier immer. Das ist halt die gebaut hat, ja. Na, wer die gebaut hat, Bullshit. S-H-I-T fehlt ja. H-I-T. Bullshit. Das Material. Nee, das ist, weil der so ein krasser Fahrer ist. Der ist da den Eiffelturm runter. Der schleift, wa? Den Eiffelturm runter. Ja, Bremsbelag einstellen. Das ist nicht die Qualität von, das ist von mir. Das hab ich verpasst. Ja, und man wird auch immer niemand hier im Weg stehen. Ja, das ist ein Weg, ich muss mal hier durch. Nee, ich hab, warum? Lass mich nicht Arzt, ich bin durch. Ja, was haben wir denn hier? Ein bisschen größere Geschichte. Schaltung funktioniert nicht, wie man sieht. Ja. Die Bremse muss nachgestellt werden. Oh, Entschuldigung, das ist ja nur kein Hit. Und Hinterrad sagt er nach eigenen Angaben, funktioniert der Rücktritt nicht. Jetzt funktioniert er natürlich. Total geil, Vorführeffekt. Also wir fangen mal damit an, alle zurückzubauen, was kaputt ist.
Die sind die Schaltkettchen gerissen. Wahrscheinlich, weil sie einfach umgefallen sind. Gucken wir mal. Und jetzt nehmen wir mal eine Penta-Spaut auseinander. Das ist ja auch mal was für euch. Nehmen wir das Ding mal auseinander. Bremsmantel raus, der sieht auch noch gut aus, der hat noch die Rillen noch. Und zack. Raus mit das Ganze. Das ist der Sirup, der muss weg. Das ist das Problem, das ganze Ding ist komplett verharzt, verklebt, vermacht. Man drückt hier eine Klinke zum Beispiel und die bleibt drin. Ja. Und eigentlich muss sie natürlich wieder rausspringen. Muss so stehen. Man drückt hier rein, die bleibt. Putzen. Ah ja, ist ja trisch hier. Schön putzen kann ich jetzt. Ach Mann, ey. Die Kleine wäre da. Und die Mutti natürlich. Malis. Ja, der Kunde, dem wurde gesagt, das ist irreparabel. Also es ist natürlich, sagen wir mal so, es ist zeitlich, macht das keinen Sinn, ne? Alles auseinanderzunehmen, so eine Narbe normalerweise. Also kann ein Kunde in einen normalen Fahrradladen kommen und zahlen. Das ist das gleiche wie immer. Die Wirtschaftlichkeit sozusagen ist hier nicht gegeben. Dann ist es ein Bekannter von mir. Kenne ich auch nur schon ein paar Jahre. Der liebt halt dieses Rad. Ja. Ah, aus welcher Richtung kam die Stimme? Von hier. Von hier, okay. Hier klingt eher wie hier. Hier wie klingt wie hier, oder? Okay, ich näher mich, ja. Ja, du näherst dich. Warm, warm, heiß. Heiß. Thomas, ne? Genau. Cool. Ich habe mein Fahrrad gerade auf Arbeit mit einem Platten am Fahrradständer vorne gefunden. Mhm. Und frag mich gerade, ob du da heute noch irgendwas tun könntest. Vielleicht. Cool. Was zahlst du denn?
Boah, das ist ein widerliches Zeug, wie das verklebt macht und tut, ey. So. Jetzt die. So, jetzt setzen wir halt auf ein bisschen improvisiert hier, aber da ist so mal ein bisschen gestempelt hier, gequetscht. Da schlägt die Feder an. Hier kommt der die Klinke rein. Jetzt setzen wir den Stift daran. Blockiert das hier. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Und hier muss ja noch die zweite Klinke rein. Zack, und schaut mal. Na, so muss es laufen. Die müssen halt gut arbeiten. Und die Feder stößt da an. Auf der anderen Seite da. Da kommt ein bisschen Dauerschmierung drin und tut es. Gut, dann machen wir mal auf, okay. Alles klar, dann sind wir schon durch. Das haben wir, jetzt haben wir Rücktritt. Phänomenal funktionierenden Rücktritt. Wow. Bremse. Was hast du beim Jobcenter? Im Jobcenter. Jobcenter. Unter der sozialen Wohnhilfe, jetzt klappt es. Jetzt haben die mir endlich mal wieder für ein halbes Jahr. Ja, bewilligt. Ach, Traum. Was machst du denn für Geräusche? Und du vergrunzt da die Kundschaft hier. Ich sag da wohl eh, die ganze Regierung sind alle Verbrecher. Wieso? Ich bin doch der Verbrecher, ich bin doch Schwarzschiffer. Ja. Was hat denn die Regierung damit zu tun? Mit BVG? Bezahlst du eben innerhalb von 14 Tagen, 3 Wochen, bezahlst du die 60 Euro, dann ist das doch gut. 60 Euro und dann ist das gut. Wie ist das gut? Ich habe keine 60 Euro. Ja, dann kannst du fragen, ob sie den,
ob du die halbe, ob du halb halb bezahlst oder was ich denke. Ja, das kann ich mittlerweile auch nicht mehr sagen. Ich muss ja schon in den Knast dafür, weil ich im Knast viel schwarz gefahren bin. Naja, was meinst du, warum ich diese Strafarbeit da mache, die ich mache? Damit ich nicht in den Knast gehe. Ich habe 2000 Euro Schulden für den BVG. 2000 Euro in BVG? 2000, ja, aktuell, also eigentlich noch mehr. 3000 ist das wahrscheinlich. Wie lange müssten wir arbeiten? Ich zahle doch auch. Ich zahle ja auch fast ein Hunderter jeden Monat ab. Ich zahle und ich arbeite. Fast ein Jahr muss ich arbeiten. Ein Jahr? Ja. Und sonst müsste ich fast anderthalb Jahre in den Knast dafür. Reicht auch nicht für ein Jahr, wenn du da 3000 Euro Schulden hast. Insgesamt sage ich doch, ich zahle doch auch ab. Ja, klar. Ich muss da nicht alles abarbeiten, ja, also. Dann reicht das natürlich. Ja. Und wie und woher willst du das wissen? Weißt du denn, wie viel ein Tagessatz ist? Das ist ich ja unterschiedlich. Ich hab mich damit. Ich war noch nie im Knast gewesen und ich hab das. Ja, ja. Ich hab das. Von der Strafarbeit. Nee, deswegen wundert mich, dass du das so sicher sagen kannst, weil das ist ja auch abhängig davon, was. Mir tut ohne Schaden, wir haben sie wohl irgendwann erwischt, weil ich mit mein Ticket. Ich durfte wohl bis dahin fahren. Und ah, wie jetzt? Ich denke, du bist noch nie schwarz gefahren. Ich bin noch nie schwarz gefahren, mein Ticket. Ja, ja. Nur das Ticket war unmöglich, ne? Mein Ticket, mein Sozialticket, was ich habe, das Ding wird bis jeder den Tag, ja. Bis jeder die U-Bahn-Station, wenn ich weiterfahre, ja. Ist ungültig. Also. Wenn das nicht weggenommen, also, dann muss ich sagen, dass ich 40 Euro bezahlen musste. Ja. Und das war so ein Idiot, und das kommt dann her. Ja. Da haben wir eine Ausnahme, da hat er gesagt, gut, zahlen Sie hier. Er holt sich dann eine Karte und dann ist es auch noch. Ja, wegen einer Station. Die Schweine wollen doch da die Geld haben. Wegen einer Station, ja. Na, siehst du aber, was ich jetzt. Ich fahre da immer rüber auf, denn ich sitze da nicht gerade oben. Wer, die Kontrolleure? Na, logisch. Wieso? Machen doch nur ihren Job. Ja. Oder? Und das so wie Polizisten, die sind auch am dran. Die machen auch nur ihren Job. Die privaten Leute haben da alle. Die haben die Kontrolleure, ja, haben das alle private Leute. Die haben ja keine Ahnung gehabt. Ich hab mir mal mit angekriegt, da haben sie schwarz, haben die Leute alle gesagt, ihre Fahrkarte nicht genau, haben sie Geld kassiert. Und dann haben sie alle präsentiert, haben sie alle einkassiert. Die Schweine, die. Einer muss einer auf, Mensch. Ich das alles sehr, kann ich mal aufbringen. Meinst du, wie sauer die alle. Meinst du nicht auch, wie der Bürger auf den regierenden Bürgermeister ist? Das verstehen wir alle. Naja, wie kommen 2000 Euro zustande? Ich meine, immerhin bin ich seit 2010 quasi wohnungslos, ne? Ja. Gewesen, ne? Ja. Du wohnungslos bist oder sonst wie was? Wie, naja, wenn das man in der U-Bahn wohnt? Ja, ist klar, dass man Spaß fährt, ne? Oder dass man kontrolliert wird. Und, ja. Das ist nicht der Einzige. Ja, da wurde uns auch, es gibt da viele andere. Ja, ja. Ich will ja keine Vorwürfe machen. Der eine möchte und der eine kann oder der andere kann nicht. Der eine will weggehen oder will, der andere keine Lust tun, meine ich. Ja. So, da kenne ich auch welche. Naja, mit Arbeiten hat das ja auch nichts zu tun. Wenn man in der U-Bahn übernachtet, weil man keine Wohnung hat, man wird dann kontrolliert, ja. Das heißt, du hast keinen Fahrstand. Naja, klar, logisch. Dann hat das ja nicht mit Arbeiten oder ja, zu tun. Klar, das ist klar. Oder weil wenn du kein Paradarabweis hast, dann steht auf dem Bahnhof die ganze Nacht immer logisch. Ja, so nah draußen, ja, das ist ja vielleicht dann nicht mal schlimm, dann lassen sie sich vielleicht sogar gehen, aber. Na ja. Aber wenn du einen Personalausweis hast, so wie ich, und zeigst ihn dann auch noch brav vor, ja, und dann hast du nachher dafür dein Ticket kassiert, ja. Den sagt man ja. Ja. Aber das war wirklich. Wird dir schon übel war von dem Thema. Na, jedenfalls zahle ich ja auch. Ich darf gar nicht mehr zahlen. Ich zahle ja schon 60
Euro. Ich wollte 120 von mir aus auf 200 Euro im Monat abbezahlen. Hauptsache so schnell, so viel wie möglich Geld da. Aber da lassen wir so viel haben. Da du kannst ja nur so viel bezahlen, was du vom Job schätzt, der Christ. Nee, kann ich, darf man eben nicht. Ja, ist ja. Darf man nicht. Ich zahle schon mehr, als ich dürfte. Ja. Ich dürfte gar nicht so viel zahlen, wie ich zahle. Und deswegen darf ich auch gar nicht mehr erwarten, dass die... Du kriegst vom Jobcenter dein Geld, wenn du den Wohnung gehen wollte, hast du das? Du was? Feierabend. Nee, was meinst du Feierabend? Ja. Man darf davon nicht mehr als einen bestimmten Betrag abbezahlen. Nee. An Schulden. Warum? Kürzen dürfen sie einen, aber selber, wenn ich sage, ich möchte bitte wegen BVG Schwarzfahren an die Justizkasse so und so viel zahlen, das lassen sie mich nicht. Sagen sie nee. Die brauchen noch so und so viel Geld zum Lebensunterhalt. Ich hab neulich, hab ich so die Birne. Das ist doch kaputt, du! Ey, da bin ich ja froh, war, wenn ich jetzt mit einem neuen Hut ankommen wäre. Oh, da hätte ich mich beliebt gemacht, ne? Weil der war viel schicker auch noch als er, also nee, so und so. Das ist ein Bild, ja, ja. Der, wenn du hier zu oft, deswegen kommst du nicht so oft in die Werkstatt. Weil dann der Hut hier lauter schwarze Punkte hat. Vom Hutlücken. Naja. Der labert ein Quatsch, ja. Stimmt doch, ist doch wahr. Aber was ist denn los mit denen? Meine, das sind nicht mal unsichtbare Handschuhe und so. Und damit werdet ihr alle viele Punkte. Wie hieß das noch? Schnauze. Glow. Lübcke Schnauze heißt das. Kennst du das? Ich hab nur einen Kopf in Berlin. Ist sowieso falsch eingespeichert. Muss ich noch neu einspeichern schnell hier. Ach nee, doch. Gegenüber vom Ventil muss doch hier gerade sein. Und das ist. Hast du gehört, Wolfgang hat noch einen Koffer in Berlin. Oh! Hast du den mal abholen? Von Frankfurt nach Berlin. Ja, ganz so. Macht das richtig. Mal so. Ja, moin, Alex. Moin. Alles gut? Ja. Pflegefallalarm. Wieso? Pflegefallalarm? Hier ist wohl davon. Hier. Ja, ein Haufen Pflegefälle. Pflegefälle, ja. Alle auf jeden Fall. Wie war es im Laden? Wir haben 5 Leute auf 2 Quadratmetern. Wie sieht das gehört? Ja, das stimmt was nicht hier. Das habe ich doch. Na, guck mal hier, hab ich das habe ich noch nicht. Alex, weißt du, wer Aldi? Muss er nicht mehr zwingen. Scheiße, da, wie lange haben wir denn offen? Ich will 20 Uhr. Was? Ja. Wirklich? Ja. Na, dann habe ich ja noch Zeit. Was, Kauhaus? Nee, Aldi. Was ist denn dein Scheiß hier, ey? Ich komme echt vor wie Rindern anscheinend. Jeder hat zu, wir machen mal jetzt noch wieder. Ja. Hättest du mir mal hier direkt mal hingegangen? Ja, Digga, ich weiß, aber... Digga, wie redet ihr denn miteinander? Wie redest du mit deinem Papa? Ey, Bruder, Alter, geht in die Wahl zu Digga. In die Ska. Ja, Mann. Ja, Digga, komm, Alter, und krass. Playboy, Alter, es hat Style. Ja, das geht auch noch auf die Ohren hier. Ey, guck mal. Was ist denn jetzt mit der Lichtanlage? Hör ich nicht. Du. Der macht mir einfach... Komm, bevor sie... Halt, meine letzten Bierreserven. Kaputt oder nicht? Nee, nicht wirklich. Das sieht halt gut aus. Ja, nur außer Betrieb ist es. Olli? Das sieht alles gut. Ich hab irgendwie das Gefühl, es wurde... Ich hab nicht so gefühllos wie du. Ich rede von Klopfen und du völlig lustlos. Okay. Ich glaub, den Schaden hat jemand vorbereitet. Ich hab den ausgefühlt. Boah, niemals Schaden. Jetzt selbst schärfen. Halt, du brauchst noch ein bisschen Schmieröl hier. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, ob das noch ein Ast schneidet. Alex, hier. Da ist ja keine Astschere, Mann. Naja, hier ist so eine Astschere. Hier ist eine Heckenschere. Ich hab angefangen, ich hab den Dreibein. Das funktioniert doch nimmer. Nee. Dann darf ich dich da auch. Ihr Meister ist. Kölner, ja? Oder? Dann kommt ein nächstes. Los, Jungs, bald ist Feierabend hier. Nicht immer, wisst ihr, die ganzen Schläuche? Ja, ich häng hier. Muss ich so abnerven. Das ist nur so. Hätte er sich. Irgendwie rum. Wollte ich euch sagen, ganz so durcheinander bei Dicke, aber. Ich hab so viel zu tun. Hier, Kamera, guck mal kurz, Kamera hier, Essen schon. Meine Kinder. Nee, trotzdem. Wenn ich schon eine rauchen hier, ich wollte ja die Werkstatt noch fliegen, ne?
Ach, wollt noch, magst du nicht mal schnell? Es ist eh so, ich meine, ich sag Feierabend auf alle Fälle, weil ihr seht ja nicht mehr hier. Wo ist der doch nach Hause? Wa? Ich meine, was soll man nicht machen? Der kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Soll ich jetzt noch Pizza holen? Hast du die ganze Zeit verschieden? Naja, versuch, muss ich mal sehen. Was ist denn das jetzt? Ja, ich gehe die Schläuche einrollen und meine Zigaretten wegrollen. Ja, ach so, da oben. Dann sammle ich vielleicht noch ein paar Farben oben oder was? Nein, oh, mach das mal. Ich mache jetzt Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht übermorgen. Schauen wir mal. Macht gut, bis dann. Ciao, nach Tommy und der. Bin ich auch nochmal. Tschüss, ich auf jeden Und out.